Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um Energiepreise, Strompreise genauer gesagt, vor allem auch mit ein bisschen Fokus auf 2022, weil, naja, aktuell gibt es nun mal eine, man sagt schon, Energiepreiskrise, ja, gerade wegen den Gasimporten, das habt ihr natürlich alle mitbekommen. Ich will nochmal ein bisschen auf ein paar Aspekte eingehen, die einordnen, vor allem ein bisschen den Ausblick auf 2022 nochmal einordnen, weil es kann Verschiedenes passieren. Wir gucken uns das mal an. Ich teile dafür mal den Bildschirm. So, hier seht ihr energycharts.info, eine Seite, die wir schon oft verwendet haben. Die ist von Fraunhofer ISE gehostet, nimmt verschiedene Informationsquellen von den Übertragungsnetzbetreibern, Bundesnetzagentur, die Strombörsen und diverse andere Informationsquellen und visualisiert die. Unter anderem gibt es dort neben zum Beispiel der Zusammenstellung der Kraftwerkskapazitäten und so weiter auch einen Bereich der Preise. Ja, und hier zum Beispiel kann man dann auswählen, ne, Stromproduktion und Börsenstrompreise in Deutschland 2021. Man kann hier an der Seite auswählen Wochenpreise, monatliche Entwicklung oder wie hier in diesem Fall Jahresentwicklung. Und dann habe ich hier unten ausgewählt Day-Ahead-Auktion, also die Preise für den Zukauf für morgen, um das Portfolio für morgen aufzufüllen und zu korrigieren. Es gilt ja in der Bilanzkreisbewirtschaftung, dass man den eigenen Bilanzkreis, was praktisch das Energiemengenkonto ist, am Vortag ausgleicht. Ne? So viel Erzeugung wie auch Verbrauch ausgeglichen im Bilanzkreis zu haben, damit eben das Stromnetz insgesamt stabil sein kann. Und um das am Vortag auszugleichen, sind natürlich die Day-Ahead-Preise interessant. Hintergrund dabei ist natürlich auch noch immer, es gibt ja zwei Zeithorizonte im Markt, im Handel von Energiemengen, nämlich den langfristigen Terminmarkt, wo man auch auf Jahre im Voraus Kapazitäten zukaufen oder verkaufen kann. Und genauso gibt es dann den kurzfristigen Spotmarkt, der vor allem den morgigen und den heutigen Horizont immer betrachtet. Und wenn man langfristig am Terminmarkt große Teile seines Portfolios schon zukauft, über 90%, 95% und mehr vielleicht bereits fest eingekauft hat, weil man das gut voraussehen konnte, dann muss man ja wirklich noch kleinste Restmengen kurzfristig am kurzfristigen Spotmarkt, zum Beispiel für morgen, ausgleichen. Und das heißt dann, dass solche Strompreisschwankungen, wie wir sie hier offensichtlich sehen, nicht so viele Auswirkungen haben, weil das meiste ist schon langfristig günstig, bestenfalls eingekauft. Und nur den Rest müssen wir unter diesen ständigen Strompreisschwankungen dann auch noch ausgleichen. Ne? Viele Häuser haben aber nur 80%, mal mehr, mal weniger, langfristig günstig eingekauft und müssen dann ein Fünftel ihres Gesamtportfolios so kurzfristig unter ständigen Preisschwankungen zu kaufen, und das sorgt dann eben für Probleme, und genau deswegen gibt es einige Insolvenzen oder auch das Zurückziehen vom Markt, keine neu angebotenen Tarife und so weiter, eben weil man dann doch sehr anfällig ist für solche Strompreisschwankungen. Und auch wenn man sagt, ich bin 100% Ökostromanbieter, viele müssen ja trotzdem ihre Bilanzkreisbewirtschaftung bis auf die letzte Kilowattstunde kurzfristig noch ausgleichen und sorgen dann eben über auch, ich sag mal, das leichte Greenwashing dafür, dass es dann auch noch echter Ökostrom ist, den sie dann am Ende an die Kunden liefern. Aber auch da gilt dann eben, man hat dann einen Teil seines Portfolios, einen Teil seiner Preise mit Wirkung der Börsenpreisentwicklung, und das kann dann eben trotzdem auch das Genick brechen. Und das sehen wir auch gerade, aber dazu kommen wir am Ende nochmal. Was hier dargestellt ist, ist also für das ganze Jahr die Preisentwicklung am Day-Ahead-Markt. Und hier am Anfang, im Januar, hatten wir halt immer so ungefähr diese 50 Euro pro Megawattstunde Strom. Und das ist normal. Das ist sehr, sehr durchschnittlich. Das haben wir in den letzten Jahren auch immer ungefähr so gehabt. Das heißt, absoluter Durchschnittswert 50 Euro pro Megawattstunde normal sind. Dann hast du so Schwankungen, geht mal runter auf 20, geht mal hoch auf 60, 70, mal wieder ein bisschen runter, auch mal negativ, auch mal über 100, aber eben selten. Naja, also es gibt Ausschläge. Und dann sehen wir hier so am Anfang des Jahres, ja, es geht mal runter auf 0, es geht mal hoch auf über 100, mal wieder runter auf 0, mal wieder ein bisschen hoch. Auch mal richtig in das Negative. Aber insgesamt sind wir halbwegs stabil in ungefähr diesen 50 Euro denke. Was ja noch so stabil ist,
dass diese Schwankung halbwegs gut ausgeglichen werden kann. Man kauft mal einen, wenn es günstiger ist, man kauft mal einen, wenn es teurer ist und insgesamt ist es halbwegs ausgeglichen. Und dann haben wir eben plötzlich diese deutliche Steigerung. Hier so ab ungefähr September, August, September sehen wir, dass der Durchschnittswert einfach höher liegt. Na, plötzlich sind wir hier im Durchschnitt bei 150. Na, das hier ungefähr ist dann so die Höhe, in der wir das dann sehen müssten. Das ist dann ungefähr bei 150 als Durchschnittswert. Dann geht es mal runter auf 70, 80, geht aber auch hoch auf über 200. Durchschnittlich so ungefähr 150. Und das heißt, du musst als Energieversorger, um dein Portfolio aufzufüllen, den Strom für 150 Euro pro Megawattstunde statt für 50 Euro pro Megawattstunde auffüllen. Wenn du ein entsprechend großes Portfolio hast, heißt das, dass du viele, viele, viele Strommengen für den dreifachen Preis, im Durchschnitt dreifachen Preis, einkaufst. Das können viele nicht wirtschaftlich abdecken, weil das natürlich nicht wirtschaftlich funktioniert. Du gibst plötzlich das Dreifache im Einkauf aus. Das kann man sich unter jedem Geschäftsmodell so vorstellen, ne? Wenn man irgendwo etwas erstmal zukaufen muss, um das dann weiter zu verarbeiten. Und plötzlich kostet das dreimal so viel. Tja, das funktioniert natürlich nicht. Also dann zerfallen mir meine Endkundenpreise. Das kann ich nicht mehr halten. Und genau dieses Dilemma sehen wir jetzt eben gerade. Und wenn dann eben nicht nur der Durchschnitt bei 150 liegt, sondern es durchaus auch mal dann so Sprünge gibt auf 250, Sprünge gibt auf 450 Euro, aber dann nochmal wieder das Fallen auf unter 100, wieder 250, Fallen auf 0, wieder auf 300, auf 0, auf 300, auf 0, auf 300. Puh, das hilft niemandem. Und das ist nicht gut und das sorgt eben auch für eine extreme Instabilität, die das Einkaufsverhalten nicht einfacher macht. Typischerweise sorgt man ja auch noch durch dann solche Vorgänge wie das Hedging dafür, dass man seine Handelsgeschäfte durch praktisch Gegengeschäfte absichert, was dann natürlich nochmal für mehr Kosten oder für Schmälerung des Erfolgs sorgt. Das ist ein eigenes Thema, wie das Hedging genau funktioniert. Das machen wir vielleicht mal in einem separaten Video, wenn wir uns mit Energiehandel weiter beschäftigen wollen. Das kostet ja aber extra, oder? Das schmälert den Gewinn. Wenn ich jetzt sowieso schon viel Aufwand, viele Kosten in meinem normalen Geschäft habe, wird das Hedging in dem Sinne noch schwieriger, wirtschaftlich unterzubringen. Würde mich insgesamt ein bisschen absichern bei Schwankungen, aber kostet mich von vornherein so viel Investitionen, die habe ich vielleicht einfach nicht in meiner Portokasse. Und deswegen gehen vielleicht auch noch mehr Häuser dann ein gewisses Risiko ein. Und das Risiko ist dann bei diesen Schwankungen im Zweifel der Genickbruch. Und sorgt dann eben auch dafür, dass wir jetzt eben tatsächlich das gesehen haben, dass eben tatsächlich doch einige Versorger sagen, okay, wir kündigen unsere Versorgung mit Endkunden, was ein Versorger typischerweise nicht macht. Wir melden die Insolvenz an. Es sind mittlerweile fast eine Handvoll Versorger, die das gemacht haben, leider. Und wir sehen halt auch, dass viele, auch sehr, sehr große Versorger, teilweise ihren Vertrieb, ihren Neuvertrieb einstellen und keine neuen Kunden aufnehmen für eine gewisse Zeit. Das haben wir im Gasbereich deutlich stärker gesehen als im Strombereich, aber trotzdem gibt es auch. Und das hatten wir schon eine Weile nicht mehr in der Form, ganz deutlich nicht. Jetzt sind wir hier ungefähr also am Ende des Jahres bei immer noch deutlichen Schwankungen. Ne? Wir waren mal hier bei 300, wieder runter auf 100, wieder hoch auf 300. Ich kann auch mal gucken, dass ich das hier ein bisschen kurzfristig anzeige, mal für den Monat. Jetzt weiß ich aber nicht, ob nicht auch die anderen Ansichten wieder geladen werden. Nee, das haut hin. Super. Das ist der Monat November, die ersten 10 Tage also zumindest. Ne? Geht mal hoch, ein bisschen runter, richtig runter und dann geht es wieder hoch. Diese ständigen Schwankungen, ne? Das ist hier wirklich über wenige Tage nur zu sehen, sind schwierig. Wenn ich hier in diesem Bereich einkaufen kann, super. Wenn ich in dem Bereich hier oben nur einkaufen kann, das kann sich fast keiner leisten. Und das macht natürlich keinen Spaß. Und wenn das hier auch wirklich stundenweise entsprechend hochspringt, ne? 17 Uhr, Höhepunkt bei 300 Euro, 20 Uhr sind wir schon nur noch bei 220, 23 Uhr sind wir bei 150. Also innerhalb von 6 Stunden eine Halbierung des Preises. Schwierig, ganz schwierig.
Wie eine Stabilisierung langfristig funktioniert, haben wir auch schon mal in anderen Videos angedeutet. Tatsächlich, so viel es immer klingt, die voranschreitende Energiewende sorgt für eine Stabilisierung der Preise, weil wir gezwungenermaßen nachher flexible Anlagen haben, die auch digitalisiert miteinander verbunden sind und deswegen eben auch die Erzeugung so weit immer runtergedrosselt werden kann, dass sie der Nachfrage entspricht und dadurch haben wir einen ausgeglichenen Preis. Das ist aber nicht innerhalb des nächsten Jahrzehnts verwirklicht, sondern wird sich erst langsam sicher dahin entwickeln. Aber ist ein eigenes Thema. Ich will mal noch darauf eingehen, was es jetzt für den Verbraucher bedeutet. Ja, ich habe jetzt gerade viel über den Versorger gesprochen, dass es für ihn ein schwieriges Geschäft ist. Aber was bedeutet es für den Verbraucher, vor allem im nächsten Jahr, im Jahr 2022? Andererseits, wenn sich diese Einkaufspreise so entwickeln, dann müssen viele Häuser dann doch sagen, naja, okay, ich muss hochgehen mit meinen Versorgungspreisen, die ich dem Endkunden berechne, weil, naja, das hier ist trotzdem immer noch nur der Einkauf des Stroms. Da ist noch nicht dabei, dass der Versorger Personal bezahlen muss im Kundenservice, in der eigenen IT, im Marketing und Vertrieb, weil eigentlich ist ein Versorger nichts anderes als ein Vertriebshaus, was Kunden wirbt. Diese ganzen Kosten sind da noch gar nicht mit drin. Das ist nur der reine Strom. Das heißt, der muss ja irgendwie alles bezahlen können und nebenbei die Mengen einkaufen. Der muss also seine Preise womöglich erhöhen. Machen einige Häuser ja auch. Oder er versucht es irgendwie zu schlucken, muss dadurch dann aber mindestens seine Preise stabil halten, vielleicht nur ein bisschen anpassen. Naja, werden wir sehen, was viele Versorger machen werden. Einige erhöhen jetzt schon die Preise, ganz klar. Das ist aber immer noch für den Endkunden nur ein Teil seiner Rechnung. Der Endkunde, der Endverbraucher, hat in seiner Stromrechnung neben diesem Vertriebsteil, wo Stromeinkauf und Marketing-Personalkosten sind, ja auch noch die Netzentgelte und diverse Umlagen und Steuern. Und die Netzentgelte sind ein sehr interessanter Bereich, denn die Netzentgelte werden sich im nächsten Jahr erhöhen. Vielerorts zumindest. Wir haben da immer zwei Ebenen. Wir haben einerseits die Übertragungsnetzebene, wo die vier großen, man könnte sagen, Transportnetzbetreiber, 50 Hertz, Amprion, Tenet und Transnet BW, sich um die allgemeine Stabilität des Stromnetzes kümmern. Da sind Regelstrom, also Regelenergieeinsätze mit dabei, da ist das Monitoring mit dabei und so weiter. Und die Aufgabe der Bilanzkoordination, das praktisch die Aufsicht über die Energiemengenbuchhaltung ist. Und dazu hat er hier zum Beispiel die Seite stromreport.de eine Grafik veröffentlicht, die eben die Entwicklung für das nächste Jahr beschreibt, wo dann eben zum Beispiel hier bei Amprion, auch bei TZBW, zweistellige Zuwachs in dem Kostenbereich der Übertragungsnetzbetreiber vorkommen wird. Was schon mal bedeutet, naja, dann so runtergebrochen auf die einzelnen Rechnungen, das sind ein paar Euro mehr im Jahr. Nur ein paar Euro, aber es sind ein paar Euro mehr im Jahr. Danach gibt es da ja noch die Ebene der Verteilnetzbetreiber, die praktisch vor Ort der regionale Netzbetreiber sind, die eben dann über diese Entgelte all ihr Geschäft regulieren müssen. Also auch ihre Personalkosten, ihre Betriebskosten für die Stromleitungen, für den Ausbau, aber für alle möglichen Prozessabläufe, die da laufen müssen. Ne? Die kümmern sich ja um den Lieferantenwechsel, um Stammdaten und den Redispatch 2.0 zum Beispiel. Und in dem Bereich haben wir hier eine Grafik, die bei stromreport.de gehostet wird, aber ursprünglich von Enet kommt. Das ist so ein typischer Dienstleister für zum Beispiel die Netzentgelte. Ihr kennt ja zum Beispiel die Enet-Datenbank, wenn ihr in der Branche tätig seid. Und hier ist dargestellt mit Grau, wo es keine bisherige Veröffentlichung gibt. Gelb ist eine leichte Anpassung nach oben, ne? Also entweder 0 bis 3,5% Preissteigerung oder Entgeltsteigerung, besser gesagt. Orange ist dann 3,6 bis 8,1% und Rot ist über 8,2% Steigerung der Entgelte. Der vorläufigen Entgelte. Vorläufig, weil die Netzbetreiber das zwar so sagen können, aber diese Entgelte müssen noch genehmigt werden von der Bundesnetzagentur, was dann noch bis zum Jahreswechsel dauern kann. Sobald das bestätigt ist, wird es auch hier auf dieser Seite mit veröffentlicht. Wir verlinken das alles mit in der Videobeschreibung. Interessant ist ja also, dass durchaus auch in manchen Gebieten dann eine spürbare Erhöhung von Netzentgelten zu sehen ist. Also hier rot-orange, ja, sehr deutlich. Das heißt dann auch wiederum, wie auf der Seite auch erklärt wird und auch an anderen Stellen erklärt wird, auch das sind dann am Ende des Jahres für den normalen Haushaltskunden so irgendwas zwischen 5 und 15 Euro.
vielleicht noch 20 Euro Mehrkosten im Netzentgeltbereich. Da ist noch nicht mit eingerechnet, was die Energieversorgung an sich teurer macht. Das ist nur der Netzbereich. 20 Euro mehr im Jahr, 1 Euro mehr im Monat meinetwegen. Ist schon auffällig. Dann geht es aber noch weiter. Wir haben noch weitere Umlagen im Strompreis für den Endkunden. Und bei Umlagen klingelt uns sofort das Ohr so mit EEG-Umlage. Da war ja was mit der EEG-Umlage. Und tatsächlich, diese wird im nächsten Jahr deutlich absinken. Absinken. Gut für unser Portemonnaie. Von 6,5 Cent im vergangenen Jahr auf 3,7 Cent. Das ist fantastisch. Das haben wir seit Jahren nicht gesehen, also seit einem Jahrzehnt nicht gesehen, wie man das ja auch hier auf dieser Grafik erkennen kann. 2012 lag sie bei 3,5. Danach war sie immer über 5 oder dann sogar meistens über 6 Cent. Nein, dann immer über 6 Cent. Und jetzt geht sie runter auf 3,7 Cent pro Kilowattstunde. Super interessant. Das bedeutet also tatsächlich, dass wir pro verbrauchter Kilowattstunde 3 Cent weniger ausgeben. Das kann man dann also vergleichen, wenn man meinetwegen 1.500 Kilowattstunden im Jahr verbraucht, dann sind das 1.500 mal 3 Cent, die man sparen würde im nächsten Jahr. Vom eigenen Portemonnaie her. Klingt erstmal gut. Jetzt betrachten wir halt, okay, wir werden bei den Netzentgelten ein bisschen mehr bezahlen, wir werden bei Vertriebskosten ein bisschen mehr bezahlen müssen, dann werden wir bei der EEG-Umlage weniger bezahlen müssen. Nicht schlecht. Das ist eigentlich ganz gut. Es wird sich also ausgleichen. Versorger, die ihre Preise halbwegs stabil halten können, würden dann sogar sagen, okay, dadurch sind die Gesamtkosten für den Verbraucher vielleicht sogar nächstes Jahr geringer. Die, die deutlich erhöhen müssen, würden halt wahrscheinlich einen Ausgleich haben. Also vermutlich werden sich die Endkundenpreise im nächsten Jahr gar nicht so sehr ändern. Wegen der EEG-Umlage, die runtergeht und den restlichen Aspekten, die hochgehen, wird sich das wahrscheinlich halbwegs ausgleichen. An manchen Stellen vielleicht sogar günstiger werden, an manchen Stellen ein bisschen teurer. Naja, aber ihr seht zumindest, es gibt hier diesen großen Aspekt, der runtergeht. Und warum ist das so? Unter anderem auch wegen den hohen Stromkosten aktuell. Weil hohe Stromkosten, wie wir sie ja hier eingangs gesehen haben, bedeuten ja schlussendlich, dass in diesem Moment die Erzeugung von einer Megawattstunde so gut vergütet wird. 300 ist ja jetzt das Sechsfache des durchschnittlichen Preises von ungefähr 50 Euro pro Megawattstunde. Wenn ich eine Windkraftanlage in dem Moment vermarkte, dann kriege ich auch 300 Euro für eine Megawattstunde. Das heißt, wenn in diesem Moment kurzfristig erneuerbare Energieanlagen sich vermarkten, dann kriegen die so viel mehr Geld. Dann brauchen die deutlich weniger Subventionierung. Die EEG-Ausschüttung ist ja eine Subvention, eine Wirtschaftsförderung, eine Vergütung schlussendlich, die davon abhängig ist, wie viel Geld die Anlage von alleine erwirtschaften kann an der Börse. Das ist ja meistens nicht so viel, weil der Strompreis ja eigentlich gering ist. Der sinkt ja eigentlich. Der geht auch immer wieder ins Negative, weil wir so viel erneuerbare Energieproduktion haben. Wenn der aber ins Negative geht oder sehr, sehr wenig nur generiert, haben die trotzdem eine garantierte Vergütung durch eben die Subventionierung aus dem EEG-Konto. Wenn das aber nicht gebraucht wird, zum Beispiel weil die Strompreise so hochgehen, dann haben wir weniger Ausgaben aus dem EEG-Konto. Damit kann die EEG-Umlage sinken. Dazu kommen wir auch gleich noch. Ansonsten ja, ist es tatsächlich ja auch ein Effekt daraus, dass wir jetzt nur noch in einer Übergangsphase des EEG sind. Also viele Anlagen sind dann jetzt einfach mit deutlich verringerten Vergütungssätzen drin. Die neuesten Anlagen kriegen auch deutlich weniger, als es vor 10 Jahren und 20 Jahren noch so der Fall war. Dadurch wird auch der Bedarf aus dem EEG-Konto theoretisch geringer. Also wir werden natürlich mehr Anlagen haben, die überhaupt förderfähig sind, klar. Aber die haben immer deutlich, deutlich weniger Finanzierungsanteil. Und damit wird die Gesamtausschüttung mittelfristig zumindest geringer. Und wir haben noch einen weiteren Faktor. Durch die Corona-Krise wurde dann auch festgelegt, dass wir aus den Steuergeldern des Bundes einfach regelmäßig Geld in das EEG-Konto fließen lassen. Was dann eben auch eine unmittelbare Entlastung der Endkunden mit sich führt, das sehen wir uns jetzt mal genauer an. Also wir haben ja, wie gesagt, auf netztransparenz.de, das ist die gemeinsame Informationsplattform der vier Übertragungsnetzbetreiber, diese Grafik der EEG-Umlage. Hier sieht man außerdem an anderer Stelle in dem Menü die EEG-Kontenübersicht. Und wenn man da dann so drauf geht, aktuelle Daten, dann hat man hier diese Tabelle, die schon wunderbar
kaum lesbar ist, weil die so unübersichtlich ist, aber im Großen und Ganzen, und wir hatten die auch schon mal in anderen Videos, habt ihr hier oben die Einnahmen im EEG-Konto und in der unteren Tabelle die Ausgaben im EEG-Konto. Und wenn wir dann hier so sehen, naja, wir haben normalerweise diesen Aspekt immer, das ist die EEG-Umlage, das sind also die Einnahmen aus der EEG-Umlage von den Endkundenrechnungen zum Beispiel. Die sind immer so halbwegs stabil, waren auch mal bei über 2 und dann aber meistens so bei nur noch 1,7 Milliarden. Das ist also eigentlich nicht so viel Einnahme. Aber wir haben hier diesen unglaublich interessanten Aspekt. Das sind Zahlungen des Bundes. Das sind diese Steuergeld-Einzahlungen ins EEG-Konto. Da haben wir am Anfang des Jahres mal 5 Milliarden, dann nochmal 3 Milliarden und dann nochmal 2,7 Milliarden ungefähr. Also das ist ja schon etwas mehr als 11. Und das sorgt dafür, dass das EEG-Konto mittlerweile in einem fantastischen Zustand ist. Denn die Ausgaben an sich, das kann man dann auch hier mal so sehen, ne, die gehen da teilweise wirklich runter, während die ansonsten, ne, meistens bei über 2 Milliarden lagen, allein in diesem Bereich der Förderung. Ne, das ist hier die Zahlung nach diesem EEG-Paragraphen, ist also die normale Vergütung praktisch von Anlagen. Während der ist oft bei über 2 Milliarden pro Monat lag, ist es dann plötzlich bei 1,9, 1,8, 1,3 geringer geworden, gerade im Oktober. Wegen den gerade genannten Effekten, die können sich selbst sehr gut vermarkten, ist sie also deutlich weniger ausgezahlt worden. Und haben damit insgesamt auch deutlich weniger Ausgaben durch diese große Zuzahlung, ein wunderbares Saldo von in diesem Monat allein 3,5 Milliarden Euro plus. Und damit ist halt das EEG-Konto aktuell mit 8 Milliarden Euro gefüllt. Das war letztes Jahr mal ganz und gar nicht so. Während der Corona-Krise ist das EEG-Konto ja ins Minus gerutscht. Und dann sehen wir auch hier, ne, es war bei 1 Milliarden, bei 2, dann mal so bei 5, wieder bei 4, und jetzt ist es eben bei 8. Mit dieser Voraussetzung, dass er auch so gut gefüllt ist, gibt es dann Berechnungsmethoden, die dann wiederum auch hier bei netztransparenz.de verlinkt sind, ne, Veröffentlichung. Und da drin gibt es dann die Ermittlung. Da wird dann wirklich genau beschrieben, wie das ausgerechnet wird. Viele, viele Tabellen, in denen beschrieben wird, wie das ausgerechnet wird. Und hier am Ende auf dieser Seite 15 haben wir eine Grafik, nochmal für jedes Jahr genau beschreibt, was jetzt Preisaspekte sind praktisch von der EEG-Umlage. Rot heißt halt Deckungslücke. Das Rot ist also das, was wir im EEG-Konto brauchen, um die Förderung der Anlagen, die jetzt vermutlich auch im nächsten Jahr ans Netz kommen werden und die einen bestimmten Förderbedarf haben, bezahlen zu können. Dann Liquiditätsreserve, wie viel Geld brauchen wir nochmal einfach extra auf dem Konto liegend. Was ist der aktuelle Kontostand? Der ist soweit jetzt so gut, dass hier also das wieder runtergerechnet werden kann. Bundeszuschuss kann also auch wieder runtergerechnet werden. Und durch diese Aspekte ergibt sich dann ein Finanzierungsbedarf auf das EEG-Konto von 3,7 Cent pro Kilowattstunde. Und deswegen kann der Preis soweit runtergehen. Von vor 2 Jahren 6,7 auf jetzt 3,7. Super interessant. Damit ist es also möglich, dass wir dann ab nächstem Jahr diese geringere EEG-Umlage haben. Und das wird sich im Zweifel tatsächlich auf unseren Portemonnaies zeigen. Mindestens indem der Strompreis nächstes Jahr erstmal nicht wirklich für uns steigen wird. Wer den Strompreis trotzdem ansteigen lässt als Versorger? Naja, der muss dann also einen Mehrfinanzierungsbedarf von etwa 3 Cent haben. Das ist schon, also pro Kilowattstunde, und das ist schon heftig. Also dann müsste er wirklich davon ausgehen, dass er auch das ganze nächste Jahr praktisch keine stabilen Strompreise haben wird. Und die immer sehr, sehr hoch sein werden. Das ist unwahrscheinlich. Also allein das Dilemma der Gasversorgung, was ja für, wegen auch Gaskraftwerken für eine Strompreiserhöhung sorgt, wird sich mittelfristig erklären. Einerseits, weil der große Retter Europas, Wladimir Putin, ja zugesagt hat, dass ab Mitte, Anfang November deutlich mehr Import praktisch nach Europa an Gasmengen gehen wird. Und grundsätzlich ist nach dem Winter die Lage auch etwas beruhigt. Von daher, einen grundsätzlichen Mehrfinanzierungsbedarf für das ganze nächste Jahr wird es eigentlich nicht geben. Gleichzeitig werden viele Häuser jetzt gerade wahrscheinlich in einer Notlage sein und werden dann jetzt erstmal ein bisschen Geld, Cash brauchen. Deswegen wird es wahrscheinlich auch Preiserhöhungen geben. Naja, mal schauen. Wenn ihr euch mal grundsätzlich ein bisschen mit der aktuellen Lage weiter beschäftigen wollt, empfehle ich euch verbraucherhilfe-stromanbieter.de. Dort gibt es nämlich ganz ausführlich die Erklärung
zu den aktuellen außerordentlichen Kündigungen, wo dann der Versorger sagt, ich beliefere dich nicht mehr. Andere, die sagen, wir ziehen uns zurück. Andere, die sagen, wir können nicht mehr, wir sind insolvent. Andere, die sagen, wir haben deutliche Abschlagserhöhungen vorgenommen. Und das ist nochmal ein ganz, ganz besonders wichtiges Thema, weil der Abschlag ist ja nur, ich zahle praktisch meine Endjahresrechnung schon mal ein bisschen vor. Ich zahle jeden Monat ein bisschen was ein, damit ich Ende des Jahres oder Ende der Abrechnungsperiode jetzt nicht hunderte Euro zahlen muss, sondern bestenfalls nur noch so 20 Euro oder genau ausgeglichen bin. Und deswegen zahle ich Abschläge jeden Monat. Ein Abschlag hat nichts mit einem Preis und auch nichts mit einer Preiserhöhung zu tun. Das heißt, eine Abschlagserhöhung heißt nicht unmittelbar, dass ich meine Preise erhöht habe und deswegen praktisch ein Sonderkündigungsrecht in Richtung meines Endkunden generieren würde. Deswegen sind Abschlagserhöhungen auch so ein interessantes Grauzonenmittel, um jetzt erstmal schnell mehr Cash zu haben. Aber eigentlich läuft es darauf hinaus, dass ich meine Rechnung Ende des Jahres anhand des bereits bestätigten Tarifs zahlen werde und der ist ja zu einem alten Strompreis abgeschlossen. Also ist eine Abschlagserhöhung aufgrund der aktuellen Situation eigentlich nicht zulässig und auch nicht sinnvoll, außer das Unternehmen braucht Cash. Also eigentlich ist eine Abschlagserhöhung aktuell nicht legitim. Für nächstes Jahr unter einem neuen Tarif, der teurer ist, in Zweifel ja. Und jetzt sehen wir es auch, mehrere Anbieter erhöhen die Preise drastisch bis sogar plus 352%. Das ist schon heftig. Und ihr findet hier viele Originaldokumente, die dem Herrn zugeschoben wurden. Ich glaube, auf der anderen Seite, hier genau, der Herr Möschler hat da doch einige Infos zusammengetragen auf diesem Projekt. Verbraucherhilfe-stromanbieter.de kann man sich mal anschauen. Und gerade auf dieser Seite ist sehr, sehr viel über die aktuelle Entwicklung nochmal niedergeschrieben. Also wenn ich hier nur so kurz scrolle, seht ihr ja, wie viel Content dort ist. Schaut euch das im Zweifel mal an, wenn ihr da Interesse habt und euch genauer einlesen wollt. Okay, das ist es jetzt soweit mal gewesen zum Thema Strompreise, vor allem fürs nächste Jahr. Wir haben eine schwierige Situation für Versorger, keine Frage. Wir haben auch keine so leichte Situation für die Erzeuger, weil es schwankt ja trotzdem extrem. So ein bisschen Stabilität wäre eigentlich nett. Netzentgelte werden sich erhöhen. Die Umlagen insgesamt werden sich verringern. Und was jetzt eventuell noch aus der dann demnächst ja gebildeten neuen Bundesregierung so kommt, in Richtung Strom, Steuern und ähnliche so wenige Themen, mal schauen. Sobald da was bekannt ist und wirklich beschlossen ist, werden wir uns natürlich auch dazu nochmal hier auf dem YouTube-Kanal äußern. Habt ihr erstmal grundsätzlich Fragen oder Anmerkungen zum Strompreis in der aktuellen Marktsituation, gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.